So, hallo. Zu einem neuen Adventure heute? Ist schon etwas älter, ich glaube von 2015 oder 16. Heißt Summerhouse 3 von Amanita Design. Und ja, wenn man ins Spiel reingeht, fängt es gleich so an. Also es kommt keine Vorstellung, von wem es ist. Finde ich ja ganz lustig. Das spielt wohl auf diesem Planeten. Also ich habe mir noch nicht viel angeguckt dazu, weil ich mich nicht spoilern wollte. Wenn man quasi Rätsel eben lösen muss. Man muss wohl Teil 1 und 2, glaube ich, auch nicht gespielt haben, um das Spiel zu verstehen. Okay. Also, gleich mal reinschauen. Ich klicke mal irgendwo hin. Ein Hund. Will ich hier was machen? Ich finde das Design ja total cool. Und bete? Was in der Art? Ah, ja. Was soll der machen? Oh. Okay, die Blumen kaputt machen. Das ist aber doch schade. Okay, Mausrad. Ah, zum Zoomen. Okay. Okay. Gut. Ah, und so kann ich laufen. Okay. Hallo. Halt. Huch. Okay. Bin auch Viecher drin, oder? Der kommt sogar hoch dann. Drehen? Nee. Das Ding da benutzen? Ah. Okay. Okay, muss ich hier irgendwas machen? Nee, ich kann auch gerade gar nichts machen. Ach, jetzt ist es wieder weg. Juhu! Ah, okay. Runterlaufen? Ja, ich finde es aussieht ganz lustig aus. Ich bin auch mal gespannt, da gab es. Also ich habe mal geguckt, wie lange es gehen soll und es stand zwischen 1 und 5 Stunden. Also ich bin mal gespannt, wie lange ich dann brauche. Okay, ich gehe mal da lang. Die Hasen sind so cool. Hallo. Oh, der ist müde. Das ist ein Specht. Okay, da kann man auch nichts machen. Geht der Hund jetzt mit? Ach, das schlägt mich ab. Putzig. So muss ich da jetzt auch lauschen. Ja, also überall, wo diese Dinger sind, da kann ich also das Kopfhörerteil einsetzen. Was ist denn das? Der leuchtet ja total. Bewegen sich alle? Gut. Okay, dann gucken wir doch mal, was passiert.
Okay, dann geht's abwärts. Ah, dann kann ich doch hier drüber wahrscheinlich. Okay, Moment, es muss aber weiter nach Gruppe. Kann ich das erst hoch machen? Nee, hätte ich wahrscheinlich unten lassen können. Halt, das war doch viel zu weit. Oder ist hier fast kaputt? Kannst aber auch nicht mittendrin anhalten. Schade. Ach, das kann ich auch auf Mittel stellen. Okay, okay. An die Mitte. Und fahr runter. Was da hinten rumhüpft? Kann ich springen? Ach, das geht weiter runter, ehrlich gesagt. Kann ich hüpfen? Nee, ich kann ja nur klicken. Okay. Ich laufe jetzt mal da runter. Kann ich da rumlaufen jetzt, oder wie? Nee. Okay, also nochmal zum Steuerpult. Huch, ach, jetzt ist er hinten rumgelaufen. Und das geht doch nur dann hoch, ne? Das aber doch irgendwie weiter runterkriegen. Ich kann das doch nicht betätigen, wenn ich draufstehe, oder? Na, eins tiefer. Mal. So. Ja, nicht mal dann kann ich drauf. Oder muss ich das dagegen hauen, damit es hier geht? Das wäre vielleicht auch was. Hui. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich glaube, muss ins Tiefer. Ja, so müsste es passen. Okay, Moment. Zack, zack. Frage, ob die Gedanke jetzt richtig ist. Ich wollte schon fast aufgeben. Die Lache von dem ist ja auch cool. Im Vollspeed rüber, natürlich. Was ist das denn bitte? Huch, da. Okay. Da kann ich hören. Machen wir das auch erstmal. Na, hoffen wir mal, es bleibt zu leicht. Pilze? Wie alle einen anderen Ton machen. Geisterparty. Der eine hat es ein bisschen länger ausgehalten. Ah! Okay. Wie sich der Kopf kratzt. Ach, das ist ein Pilzsammler. Hilft er uns jetzt auch, wenn wir ihm geholfen haben? Ich finde die Musik ja auch lustig. Okay, da komme ich nicht weiter.
In seinen Korb springen, oder? Ein Messer? Ja, der hat ein Messer. Ja, und jetzt? Hä, was will er denn jetzt von mir? Was? Was? Okay. Ja. Okay, ein Pilz. Und jetzt? Ein Hirsch? Oder was will der da rein haben? Da ist der Mond und da ist die Sonne. Vielleicht bedeutet das was? Das ist eine Angel. Angel unter Teich. Ah, wie cool. Okay, das ist ja lustig. Okay, Pfeil und Bogen. Eine Erde Hirsch, oder? Jetzt ist der Hirsch weg. Die jagen das Mammut, oder? Ja, kriegt ihr das nicht? Scheint nicht. Hier, was haben wir denn noch? Ah, ein Trüffelschwein, genau. Koink. Und dann haben wir auch die mit dem Feuer. Nein? Ja, ihr friert, ihr braucht Feuer, oder? Was drum vielleicht? Nee. Okay, keine Ahnung. Was will der jetzt eigentlich von mir damit? Okay, ich muss es auf jeden Fall irgendwie lösen. Aber das war doch alles richtig soweit, oder? Wenn ich das wegnehme, ist doch wieder da. Gut, das mit dem Feuer passt dann alle, ne? Da ist noch nichts passiert. Das bewegt sich. Ja, und jetzt? Dann ja noch. Okay, was muss ich denn hier machen? Das ist jetzt die Frage. Oder die haben eher Hunger und wollen Pilz essen. So. Schwein? Nein. Hat jemand einen Tipp? Der Pilz halt im Schwein nicht schmeckt. Kann ich da. Nee, drauflegen kann ich nämlich nichts. Ich dachte, dass ich vielleicht alle leer machen muss, aber wenn ich es jetzt wieder runternehme, ist er wieder voll. Jetzt ist Schwein tot. Oh! Bleibt es tot? Es bleibt tot, oder? Oh. Ah, okay. Okay. Dann können wir jetzt vielleicht ein Schwein essen? Nee.
Okay, das hat sich jetzt aber auf jeden Fall verändert. Das heißt, muss noch irgendwas anders gehen. Dann machen wir jetzt mal das Mammut mit dem Bogenschütze. Nee, das juckt den gar nicht. Aber das juckt ihn auch nicht. Da rennen sie nur hinterher. Also muss ich das Mammut wahrscheinlich irgendwie verlangsamen. Kann ich das angeln? Okay, wir probieren es mal mit dem Hirsch. So. Ist euch auch zu schnell? Beim Hirsch passiert doch nichts, ne? Ja, der rennt nämlich davon. Der Teich. Angeln war ja wohl nicht richtig. Da tut sich ja irgendwie nichts, ne? Nee. Er braucht einen Köder. Kann ich dem den Pilz als Köder geben? Ach, ist das cool. So, und jetzt angeln. Was war das denn jetzt? Okay. Das tote Schwein als Köder? Nee, das geht nicht. Okay, dann... Es ist gar nicht so einfach. Wenn ich denn noch machen? Was machen wir denn jetzt mit dem Schwein? Vielleicht das Grillen? Vielleicht auch noch schon? Spielt das eine Rolle? Ah, okay. Jetzt haben wir ein dampfendes Schwein. Und das können doch die jetzt essen, oder? Nee. Nein. Ah, so. Weißt du, sich freuen? Ist gerade echt spannend, das hin und her machen hier. Ach, die brauchen jetzt viermal Nahrung. Okay, das Zettelchen ist leer. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwie... Kriege ich denn den Hirsch jetzt gefangen? Die rennen nur hinterher. Kann ich den in den Teich schmeißen? Der trinkt. Moment. Ach, geht nicht. Ah, die Krake. Kommt der jetzt wieder raus? Nee. Kann ich den jetzt angeln? Moment. Ein Angler. Vielleicht ist der Krake jetzt satt und lässt uns in Ruhe. Nee. Okay, dann. Das schafft doch die Krake nicht, oder? Nö, das juckt den gar nicht. Hier der Hirsch. Ist das so sinnvoll gerade, was ich mache? Ja, dann probieren wir es halt nochmal mit dem Pilz. Achso, nee, hier schon. Mammuts sind ja wieder da. Schaffen die den Krake dann? Der hüpft nice, der doof. Okay, da passiert nichts. Okay. Nee, auch nicht. Okay, Was könnte man denn machen? Und von der anderen Seite jagen lassen? Das geht auch nicht. Ach, ich kann das zusammenheften. Oh, ich nutze das die ganze Zeit getrennt. Das geht ja übergreifend. Genau. Sehr geil. Okay, dann haben wir den. Das gleich machen wir mit dem Hirsch. Ey, ist der frech. Er geht wieder zurück. Setz noch den Bogenschützen hier hin. Wo bleibt der Hirsch?
Schade. Schade, schade. Baden. Okay, das grillen wir erstmal das Mammut, würde ich sagen. Andersrum. So. Okay, dann. Können die was essen? Yuppie! Danach ist man garantiert nichts hat, ne? So, okay. Irgendwas muss doch mit dem Angler auch noch sein dann. Okay, der hüpft einfach drüber. Mach's mal jetzt so, so, so. Nee, da tut sich ja gar nichts. Wenn ich die hier rübersetze. Nee, der kommt auch nicht drüben an. Interessieren sich Hirsche für Pilze? Okay, gut. Angler danach Wasser. Ja, das habe ich schon probiert, das bringt mir nichts. Da kommt die Krake. Aber ich hab's fast. Ich muss nur die Krake fischen. Halt falsch rum. So rum. Okay. Jetzt müssen wir die Krake noch kriegen. Kann die erstmal ihr Essen? Ach, ich mach's immer falsch rum. Okay, jetzt die Krake. Ich nehme den Angler erstmal mit dem Pilz. Vielleicht kann ich da einen Bogenschützen zusätzlich mitnehmen oder den mit dem Speer. Nee, dann läuft er allein los. Okay. Ich kann der Bogenschütze mit. Jetzt muss ich dem auch noch mal den Pilz geben, wahrscheinlich. Ah, der läuft auch nicht mit. Okay. Oh, das ist echt gar nicht einfach. Weiß, wie ich mal andersrum mache. Ich hier mal die. Geht da auch nicht mit. Okay. Wir können immer nur eins nach rechts rennen. Puh. Wie soll das jetzt gehen? Mal einen Vorschlag? Bogenschütz hat es auch nicht gekonnt, ne? Hier passiert halt auch nicht mal was. Das müsste doch zu schaffen sein jetzt. Der rennt natürlich nur nach rechts. Der hier geht nicht nach vorne. Oh, es ist tricky, ey. Mir dankst mit Ideen aus hier. Wie kriege ich die Krake da raus? Wenn die miteinander macht, passiert ja nichts, ne? Nee. Feuer kann auch nichts passieren. Was riecht das denn? Können die nicht zu dem rüber, um denen zu helfen? Machen sie nicht, ne? Okay.
Schatten. Man lasse doch draußen. Warum tut er den immer ins Wasser zurück? Oder können die einen Pilz essen? Kann ich einen Pilz einfach grillen? Nö. Nee. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Okay. Vielleicht kann der mit seiner Angel übers Feuer hängen? Oh. Hä? Jetzt haben wir einen Wurm? Oder wie? Oh, verdammt, okay. Ja, den müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal grillen. Ah, huh. Yuppie, geschafft, geschafft. Und dann kommt der Baby dabei raus, ernsthaft? Yuppie. Jetzt haben wir das Riesentaschenmesser, was so groß ist wie wir selber. Okay. Ich glaube, dann können wir hier weg, ne? Müssen wir wahrscheinlich wieder zurück, vielleicht. Okay, das ist ein Spiel, weil hier geht's ja. Hier geht's nicht weiter, hätte ich gesagt. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ist auch cool da oben. Okay. Das war schon mal gar nicht so einfach jetzt gerade.